Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Flower Design Arts, kreativ mit Kathi. Das bin natürlich ich und keine Panik, wir häkeln heute keinen Schal zusammen, sondern wir machen eine schöne mediterrane Deko, also bis gleich. Muss ich hier bloß mal nach meinem Anfang schauen, der ist da. Ich habe nämlich schon ein bisschen vorgelegt. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich so ein bisschen so blaue mediterrane Sachen habe und habe jetzt halt die Wolle verwendet. Die habe ich jetzt auch schon bestimmt 2 Jahre. Ich habe die mal mitgenommen, weil ich die irgendwie süß fand, weil da sind ein wenig so gelb, orange, blaue Fäden mit drin und die ist einfach schön dick und passt jetzt eben sehr schön zu dem Hellblau. Und jetzt habe ich einfach angefangen, weil ja dieses Flechten gerade im Moment auch ganz viel überall zu sehen ist und bin dann drauf gekommen, dass ich da weiter jetzt hier einfach irgendwie noch häkeln kann. Das geht ja ganz einfach auch mit den Fingern. Also habe ich mir als Maßstab einen Balken verwendet, der ist auch relativ schwer und den habe ich mir mit weißer Acrylfarbe wieder angemalt. Der Vorteil von der Acrylfarbe ist halt, was mir da ganz gut gefällt, dass die nicht ganz so deckend ist. Wenn ihr jetzt eine weiße Wandfarbe nehmt, das deckt viel mehr. Also dann seht ihr die Struktur von dem Holz halt nicht mehr durch und das ist eben das, das ich ganz schön finde. Und den werde ich dann praktisch so umhäkeln mit meiner Wolle. Ich habe jetzt am Anfang einfach mal losgelegt und habe einfach eine Länge gehäkelt und dann geguckt, dass es ungefähr eben rumpasst. Also da seht ihr, das war jetzt ein bisschen länger, das Schwänzchen, das lasse ich jetzt einfach so hängen. Und dann bei der zweiten Reihe schaut ihr, wie lange ihr das ungefähr braucht. Lasst aber ein paar Maschen mehr, also ihr dürft gut so 10 cm länger lassen, weil sich das irgendwie dann noch beim Häkeln ein wenig zusammenzieht. Also es soll ja dann schön rumgehen und soll das eben verstecken, diesen Holzklotz. Und ja, da fangt ihr jetzt einfach an. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das ganz genau so richtig mache jetzt. Ich habe jetzt durch ein Kindi wieder angefangen, ein bisschen zu stricken und war da auch eine Zeit lang ganz süchtig danach. Und bin jetzt einfach so, ich glaube, ich gehe da einmal falsch durch, immer nur durch eine Masche, aber das ist jetzt ganz egal. Also das ist jetzt nichts für Perfektionisten. Das wird jetzt einfach gerade so schön gehäkelt, dass es einfach zusammenhält und es darf auch ein bisschen unordentlich aussehen, weil es einfach dann so zu diesem Stil, den ich vorhabe, irgendwie mehr passt. Und es geht auch wirklich echt schnell. Also es ist jetzt echt eine ganz witzige Arbeit. Dazu braucht er halt eine dickere Wolle. Muss jetzt auch keine hochwertige sein, ist es bei mir auch nicht, da ist es vielleicht zu schade. Und dann häkelt ihr jetzt einfach mal ganz fröhlich drauf los. Einmal im Schnelldurchlauf für euch. Bei euch dauert es ein bisschen länger, aber es geht echt schnell. Jetzt habe ich hier meine letzte. Da ist dann einfach, da war mal die Wolle dann irgendwie aus. Das habe ich jetzt einfach mal so rauskommen lassen mit. Also diese Schnur, das stört mich nicht. Das lasse ich jetzt so mit drin. Und jetzt habe ich meine Holzschale mal wieder ausgekramt. Die hatte ich jetzt schon lange nicht mehr bestückt. Ich mag die ganz arg gerne. Die ist jetzt auch schon ein bisschen verklebt und mitgenommen, aber das wird dann abgedeckt.
Und wenn es irgendwann gar nicht mehr geht, streiche ich mir die auch vielleicht. Ja, jetzt ist aber noch schön. Und ich habe mir jetzt da unten ein bisschen Mosi-Steckschwamm reingeschnitten, weil ich die höher möchte. Wenn ich die jetzt halt weg habe, dann ist mir das, glaube ich, ein bisschen zu tief drin. Ich klebe mir die da jetzt ein bisschen fest. Wenn ihr jetzt halt keine Säureschale habt, könnt ihr das Ganze auch einfach so lassen und ein bisschen ein längeres Brett verwenden und das Ganze groß machen. Ihr könnt auch einen grauen Trockensteckschwamm nehmen und den dann einfach ganz lassen und umstricken oder umhäkeln. Das Ganze funktioniert dann auch so als Kranzform, wenn ihr da ein bisschen umdenken könnt, dass man das dann, dass man einen Strohrömer umwickelt und das dann innen befüllt, dass man innen dann das abdeckt. So, ich lege es jetzt mal so rum. Ich klebe mir meinen Balken jetzt auch auf dem Steckschwamm fest, dass das alles sicher ist. Und den habe ich jetzt auch nicht mittig, also der ist bei mir jetzt eher so ein bisschen an der Seite. Und das wurschtel ich mir da jetzt fest. Da gehe ich jetzt einfach mal durch so eine Masche durch. Dann muss ich das nämlich gar nicht kleben. Und kann das dann immer nochmal verwenden. Da einen kleinen Knoten rein. Und das lasse ich jetzt einfach mal so da hängen. Und schaue, ob ich das dann zum Schluss so haben will und so lassen möchte. Jetzt ist mir das hier schon mal abgedeckt und oben sieht das weiße, der weiße Balken ein wenig raus, was ja nicht schlimm ist, den habe ich ja jetzt extra so weiß gestrichen. Und dann dekoriere ich mir das eben so ein bisschen aus. Ich habe so getrocknete Gräser nochmal, die mit reinpassen, die gefallen mir. Dann ist das so ein bisschen abgedeckt. Das müsst ihr jetzt halt auch erstmal noch gar nicht festkleben, wenn es euch so hält. Das mache ich jetzt auch einfach so ein bisschen mit drunter. Ich habe nochmal mein Juteband, was ich dazu haben will. Das wickel ich einmal nämlich so komplett dann rum. Da schneide ich mir jetzt ganz großzügig was ab und nehme das dann gleich doppelt. Gott, jetzt sehe ich gerade meine Schuhe da unten wieder, gell? Ich vergesse das, aber soll ich euch mal zeigen, mit was für Schuh ich heute für euch arbeite oder immer. Die habe ich von meinem, oder die habe ich meinem Mann in Adventskalender rein und der zieht sie nicht an. Und das sind jetzt meine Arbeitsschuhe, die sind nämlich schön warm und das hat jetzt schon richtig schön meine Fußform angenommen. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt noch ernst nehmen nach dem Geständnis. Aber es ist, auch wenn es draußen wärmer ist, bei mir jetzt immer noch kalt im Keller. Deswegen habe ich auch immer noch schöne Jacke drüber. Und wir hatten alle solche Schuhe. Bloß mein Mann war sich zu eitel, das dann um Advent rum anzuziehen. Tja, Pech. So, einmal da, einmal da drüben. Dann lasse ich es mir jetzt auch so ein bisschen mit rausstehen, glaube ich mal.
Und hier klebe ich mir die Gläser jetzt mal so ein bisschen fest, weil ich will, dass die da ein bisschen so nach oben eine Form geben. Und bei denen mache ich das aus. Das seht ihr dann alles immer so ein bisschen beim Machen, wie, was, wo noch ein bisschen sein soll. Das könnt ihr da ja dann immer so ein bisschen ändern. Das weiß ich vorher auch immer nicht so ganz genau. So, und dann habe ich jetzt seit ein paar Muscheln, auch so ganz weiße Muscheln. Ich habe noch mal ein so kleines Treibholz in dem Blau. Ich habe jetzt eben meine blauen Seesterne, die ich damit verwenden will. Also das wird jetzt heute mal so ganz mediterran. Ich habe so ein ganz kleines Einwegglas. Da hat mir mein Mann mal so kleine Nachtisch mitgebracht, extra wegen die Gläser, die waren reduziert. Das fand ich ganz arg süß und da bin ich auch immer sehr dankbar über sowas. Und die habe ich jetzt einfach umwickelt mit dem Jute-Band, weil da nämlich auch dieses Wegzeichen noch mit drauf ist. Das könnt ihr umwickeln mit was ihr wollt, auch nochmal mit der Wolle. Aber ich will, dass sich das nochmal wiederholt, sonst ist mir das Ganze nämlich zu wollig. Ich habe nochmal hier so kleine Hölzchen, die habe ich mir weiß gestrichen. Dann habe ich nochmal einfach ein paar Steine aus dem Garten, die will ich wahrscheinlich mit reinlegen. Also alles wieder so ein bisschen gesammelt, zusammengesammelt und zum Schluss ergibt es dann wieder schöne Deko. Das sind jetzt nochmal Plastikreagenzgläser, die ich umwickelt habe. Das ist auch noch von meinem Gläserkranz mit übrig. Die möchte ich noch mit rein. Ja, und dann möchte ich eben noch ein bisschen so was Frisches mit integrieren. Unten habe ich die jetzt freigelassen, weil da kommt die Heißklebe hin, wo es dann eben an meinem Balken oder an dem Brett festklebt. Und dann lege ich mir so die paar Sachen mal rein, die ich jetzt da oben haben will. Und guck mal, wie und wo. Und dann klebe ich sie mir wieder fest. Und da seid ihr wieder ganz, da könnt ihr wieder total rumspielen mit den Sachen, die ihr habt und was euch gefällt. Also was so zu Hause rumfährt an Muscheln oder an Urlaubsmitbringseln, was da irgendwie mit reinpasst. So, und dann geht es jetzt ans Kleben. Das lässt sich jetzt nicht mit vermeiden. Also selbst wenn ihr jetzt den Musi-Schwamm, den Trockensteckschwamm verwendet, die Sachen müsst ihr ja trotzdem irgendwie ein bisschen anraten, jetzt die Muscheln oder so. Ich habe jetzt beim Struchteln noch meinen Eukalyptus gefunden. Den habe ich vor ganz langer Zeit mal gewachsen mit euch in einem Video. Und der passt jetzt da noch ganz toll von der Farbe mit rein. Den mache ich jetzt noch mit dazu. Da passt auch ganz wunderbar frischer, der dann antrocknet noch, denke ich, wenn euch das gefällt. Ich mache das auch immer so ein bisschen gruppiert. Immer so zwei, drei irgendwie zusammen. Dann wirkt das Ganze irgendwie immer ein bisschen mehr, als wie wenn ihr das so ganz symmetrisch verteilt. Da stehe ich persönlich immer nicht so drauf. Ist aber wie alles andere auch Geschmackssache. Also. Und hier stelle ich mir dann mein Wieschen rein. Da habe ich jetzt einfach so ein kleines Sträußchen von der wilden Möhre mit reingemacht, so ganz kompakt. Und in meine Reagenzgläser stecke ich mir auch von der wilden Möhre was rein. Das finde ich jetzt so ganz leicht dazu. Noch einfach nur, dass ein bisschen was Frisches mit drin ist, was man immer mal wieder austauschen kann, was ihr irgendwie passend findet. Passen bestimmt auch einfach noch mal so ein paar Gräschen vom Wegesrand, wo ihr mal mit reinmacht, wenn ihr keine Lust mehr habt zum Austauschen, weil die dann einfach eintrocknen.
Paar könnt ihr dann an die Seite einfach so mit in die Schale reinlegen. Dann hat man da auch ein bisschen was zum Reinschauen. Und dann ist es so ein bisschen als Verbindung einfach. Und dann habe ich hier noch den ganz großen. Den lege ich mir einfach so drauf. Ich mache mir mal so ein ganz klein bisschen fest, weil meine Schale sowieso ja jetzt schon verklebt ist. Und weil ich zwei kleine Diebe daheim habe, die nicht immer nur mit den Augen schauen. Die müssen auch noch mit den Händen schauen. Und dann bleibt es drauf. Das mache ich mit dem auch. Und dann ist die große Schale, glaube ich, fertig. Ich schaue jetzt gerade, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier ein bisschen so ein Loch. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Jetzt lasse ich es mal kurz auf mich wirken. Wenn nicht, mache ich das noch anders. Das lasse ich jetzt, glaube ich, einfach so ein bisschen hängen. Und dann habt ihr jetzt eine wunderschöne, mediterrane, längliche Schale dekoriert. Wie gesagt, mit ein, zwei frischen Blütchen. Und passend dazu habe ich dann noch so ein bisschen Licht. Da habe ich jetzt halt gar nicht gehäkelt, sondern da habe ich jetzt halt, ich habe mit der Wolle nämlich schon öfters mal probiert, irgendwie was einzupacken oder zu wuscheln und habe das jetzt halt schon ein bisschen so zusammengewuschelt gehabt und habe das einfach so da drauf. Die habe ich mir auch schon zum, ich glaube, auch zu der Tischdeko mal mit gebastelt. Das sind einfach auch so Holzquader, die ich angemalt habe mit weißer Acrylfarbe. Und dann habe ich die jetzt noch verwendet. Da habe ich mir dann einen Katzenhalter, Stabkatzenhalter, also Loch in die Mitte gebohrt und den dann reingemacht. Das war jetzt das Silberne und deswegen habe ich das umwickelt nochmal mit meinem Juteband, weil ich das so jetzt einfach passender finde. Da mag ich das Silberne nicht. Ja, und habe das dann eben auch so dekoriert. Ein bisschen was von den Gräsern, auch die Wolle dazu, von diesen Treibholz-Seesternchen. Und das wird jetzt hier mit dazugestellt. Passen auch cremefarbene Kerzen. Ich habe jetzt noch die grünen. Ich finde das ganz frisch dazu. Bisschen von dem Juteband. Also einfach, weil ich ja immer so ein bisschen was gerne noch passend dazu mit hinstelle. Das funktioniert natürlich jetzt auch einfach mit diesem Umhäkeln, wenn ihr Bock habt. Nur unten und dann oben das Ganze wieder befüllen. So geht es wahrscheinlich fast ein wenig einfacher, weil ihr mehr Fülle oben noch mit habt. An einen möchte ich jetzt auch noch gerade so ein kleines Reagenzgläschen hinmachen und mir noch so eine wilde Möhre mit reinmachen. Das ist jetzt auch einfach ein Plastikröhrchen, das ich mal zugeschnitten habe. Und das jetzt noch irgendwo mit rumlag. Wasser rein. Und jetzt gucke ich, ob ich das... Also nur so ganz feines, glaube ich. Nee, das hängt da weg. Die habe ich ein bisschen zu lange draußen gelassen. So. Ja. Bisschen gucken, dass es nicht so in die Katze hereinsteht. Und dann habt ihr auch noch die passenden Katzenstände dazu jetzt für den Sommer. Und dann habe ich noch ein ganz kleines Kränzchen, das habe ich aber vorher schon mal gearbeitet, deswegen ist es jetzt gar nicht mit der Wolle außenrum, sondern mit dem Juteband, passt aber trotzdem noch, auch mal mit Häkelband und mit blauem Band. Und das wird jetzt halt wahrscheinlich die Leonie in ihr Fenster wieder kriegen, weil blau ihre Lieblingsfarbe ist, deswegen wollte ich auch mal die blauen Seesterne, die gibt es nämlich auch in Creme. Also ihr könnt das Ganze auch in Weiß-Creme machen, wenn euch das Blau jetzt halt nicht gefällt. Ich wollte jetzt einfach mal irgendwie so, also so ist das Blau für mich auch noch vollkommen okay. Das ist so ein schönes, zartes Blau. Ja, so. Das war's für heute auch schon mit meiner mediterranen Deko. Ich bin ganz gespannt auf eure Meinung und auf eure Kommentare. Ich freue mich über jedes Like und über jedes neue Abo. Ja, ich wünsche euch
Bis zum nächsten Mal alles, alles Gute und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao, Ade Kati.